Einen wunderschönen guten Morgen. Und zwar wollen wir hier jetzt mal Supreme Commander spielen, wenn ich das richtig gekriegt habe. Supreme Commander 2, standardmäßig ohne irgendwelche DLCs. Ich habe jetzt hier zwei Leute mitgebracht, und zwar den Ben. Willkommen. Und Tobias. Sehr schön. Aber die beiden haben mich herausgefordert. Die meinen ernsthaft, dass sie das mit mir aufnehmen können. Also wir versuchen natürlich unser Möglichstes, hier gerecht zu werden, dass du überhaupt mal ein bisschen Spaß hast und dass wir nicht sofort wieder kaputt sind, ne? Okay. Dann macht mal bereit und können wir mal loslegen. Jawohl. So. Go. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, ein sehr hart animierten Ladescreen. Und ich warte auf andere Spieler. Die eigentlich schon los. Ja, ich warte auch okay. Die ganze Zeit. Ah, so, dann können wir ja loslegen. Was haben wir denn hier für einen overpowered Menschen? Weiß ich noch nicht. Also so ganz, in dieser Thematik bin ich noch nicht drin. Ich muss mich hier selbst ein bisschen reinfuchsen. Aber das kann so schlimm nicht sein. So. Guck mal, ob ich die anderen hier schon irgendwie lokalisieren kann. Wahrscheinlich nicht so. Ah, das sieht so ein bisschen nach einer Ressource aus. Kannst du sich Masse. Okay, wir bauen hier mit Masse. Also Energie scheint hier auch. Muss da auch noch interessant zu werden. Generatoren dann wieder umbauen. Energiegenerator. Ah, ein Masse-Extraktor. Den werden wir da erstmal hinkriegen. Flatschen. So. Ah, okay, jetzt kommt unser Bob der Baumeister hier hin und baut so ein Ding dahin. Alles klar. Exakt. Hä? Das ist ja schon hochinteressant, ne? Ach, der füllt eigentlich das Ding nur mit Energie, oder wie sehe ich das hier? Ein bisschen. Okay. Gut. Sind hier unten irgendwie zwei Landeinheiten. Was ist denn das? Techniker. Was können die so machen? Bauen. Vielleicht können die Sachen die bauen Techniker. Und reparieren oder so. Okay. So. Forschen wollen wir noch nicht. Verteidigen ist jetzt auch gerade ein bisschen doof. Ich glaube, wir müssen hier erstmal Landfabrik. Wir bauen jetzt Land. Ja. Neuland. Landfabrik sind aber Bodeneinheiten. Da bin ich von ausgegangen, ja. Okay, gut. Da also. Dass du meinst, du kriegst jetzt Erde und musst aus Erde dann Steine machen oder so, ne? Ja, nee, nee, das ist mir schon klar. So, was kann man hier noch so schönes machen? Wo sind denn meine Ressourcen? Ach, da links oben, alles klar. Die Masse steigert sich langsam, die Energie wie auch, warum auch immer. Ich habe noch gar nichts gehabt, was Energie gewinnt. Doch, dein Commander. Mein Commander ist dieser komische Freak hier, ja? Dieser gepanzerte Kommandoeinheit. Was ist der Baumeister? Gut. Bob der Baumeister, der ist das, alles klar. Der macht Energie, der ist aber gut, wenn er sowas machen kann. Der macht auch Grundmasse. Das macht er auch noch. Ja, der hat das richtig drauf, der Chef, ja? Baukette wiederholen. Baukette anhalten. Baukette ist, hoffe ich mal rauszufinden oder noch. Baukette ist ganz einfach, man kann schon sagen, du willst immer zwei normale Einheiten angreifen und dann ein, von mir aus eine Artillerie, ne? Und dann machst du eine Baukette und dann macht er immer erst zwei von dem eins. Na, alles klar. Dann stelle ich mir selbst so eine Serie, ja. Ganz genau. Okay. Ach, da unten kann ich dann... Da kann ich dann auch so, was ich haben will. Okay. Raus, wenn ich gehen soll. Ach so, ich kann Zielpunkt setzen, wo die hinlaufen soll, okay. Das ist ein bisschen Age of Empire für Fortgeschrittene hier. Das sind minimal. Dann kriegst du hier mal. Dann kriegst du hier. Okay, ich starte von aus. Das ist doch gar nicht. Das ist ja auch nicht mehr lang. Wollen wir jetzt schon angreifen? Und jetzt? Dann müssen wir auch erstmal.
Lass mal ein bisschen bauen und dann gehen wir. Okay, dann gehe ich gleich auf Rote Kette. Das ist gut, diese. Aber das soll ich dann 6 Minuten Friedensgeschenk schicken. Ja, ja. Ja, bei du Arsch. Ja, ja, ja. Muss ich jetzt, außer dass ich diese Ressourcen da links oben stehen habe, muss ich da noch irgendwas erfüllen in der Nähe, dass ich da Energie brauche? Für meine Gebäude? Nee, Energie kriegst du schon raus. Was bringt mir denn die Marinefabrik? Gar nichts, oder? Ja. Nein. Gerade die Welt war. Okay. Basically. Was ist das denn für ein kleines Ding? Was zur Hölle ist das? Okay. Ein kleiner Overpower, ne? Zu dir zu mir. Oh mein Gott, hier. Nicht, aber trotzdem muss man sich ein bisschen reinlesen, was das ist. Und hast du auch schon Atomraketen, Tobi? Hast du schon Atomraketen? Ja, ich auch, du etwa nicht, oder was? Hängst aber ganz schön hinterher. Ich sehe deine Basis. Du kannst meine Basis. Nein, du kannst meine Basis nicht sehen. Deine Basis sehe ich nicht, aber Ben. Bist auf ein ganz anderen Ende. Hoffe ich jetzt mal. Ich hab das nicht laut gesagt oder so. Ja, gerade eigentlich schon auch sehen können, was ich noch gerade alles baue oder im Bauen bin. Ja, ich seh's. Fällt mir, was ich sehe. Danke, danke. Probier ja jetzt mal ein bisschen schneller aufzubauen. Grundressort steht fast alles. Dann können wir direkt anfangen. Also irgendwie ist alles, was ich baue, klein. Ich hätte ganz gerne mal eine große Einheit. Oben links die Skill. Was hast du da stehen für eine Zahl? Eine 10. Ja, dann kannst du mal anfangen. Jetzt muss ich mal anfangen, was zu entwickeln. Einheiten. Ganz rechts, dann ziehe ich eine große Einheit. Ah, okay, okay. So läuft das, alles klar. Wollen wir Masse statt Klasse machen oder Klasse statt Masse? Ja, ohne Masse wirst du in dem Spiel ja eh nichts, ne? Ah, würde ich so nicht sagen. Wenn ich dir 300 Einheiten schicke, deine Base genauso platt, wie wenn ich da nur ein, zwei Körper bin. Space, das Ganze hier. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe schon so 40 Einheiten. Ne? Mhm. Ja, ich fange gerade mit Prototypen an. Verteidigungsanlage steht.
dementsprechend Produktionsanlage steht auch. Forschung wird gerade noch zu Ende gebaut. Pumpzufuhr auch. Masse steht. Dementsprechend da keinerlei Gedanken. Dann gibt es ein Atomraketensilo. Way. Alter. Oh, ohne Atombomben machen, das ist ja langweilig. Wenn du ein paar Atombomben brauchst, dann ist er platt. Brauch eine, dann ist er fort. Siehst du, macht keinen Spaß. Okay, ich lasse sie weg. Bohrer mich nimmer mag. Brauch ja auch ein paar Proto. Ja. Kings. Was ist das? Ja, ist schon interessant, was ihr da so erzählt, ne? Zumal ich damit noch nicht so viel anfangen kann. Ja, das umso besser. Ist dann der Überraschungseffekt, ne? Ja, alles klar, alles klar. Tobi, wie lange spielst du da schon? 2 Tage. Okay, Ben? Ein paar Jahre? Ja, gut. Eine sehr gute Voraussetzung für mich. Auf jeden Fall. Ich spiele am liebsten gern so ein, zwei Personen gegen mich. Also sind wir hier voll im Verhältnis, so wie du das gewünscht hast. Echt, ja. Ja, das ist voll für den Arsch eigentlich gerade für dich. Ich spiele gerade nur so ein bisschen rum, um die Langeweile zu vertreiben, weil du wärst jetzt schon seit 8 Minuten platt. Na komm, ich... übertreib nicht. Okay, wir machen gleich nochmal eine Runde 1 gegen 1, das nimmst du auch auf und dann siehst du, dass du innerhalb unter 10 Minuten definitiv platt bist. Ich denke mal so 5-6 Minuten, da brauche ich dann. Ich bin gespannt. Oh, er hat Einheiten platziert. Rechts unten steht er. Mit 4 Flugeinheiten, hat ein Masse angezapft und hat nochmal 2 Bodentruppen. Jetzt meint er, er kann seinen 4 Flugeinheiten ein bisschen in die Richtung. Nee, er dreht wieder um. Also, erster Prototyp steht gleich. Hast du deinen schon? Oh ja. Schön. Ich hab meinen gerade gebaut. Einer steht gleich da. Ich baue jetzt nochmal ein bisschen Stromzufuhr. Hat Strom. Dann gehe ich gleich auf Massewand. Ja, da hier sind wieder Techniker. Bei deinem Skillbau, so wie, gehst du bei Landeinheiten oben nach links, nach rechts oben, hörst du dann auf deinen Panzern gleich Luftabwehr. Hab ich schon. Hast du schon komplett? Ja. Weil das bin ja, weil die Panzer sind ja an sich so eine billige Einheit, aber werden sie dadurch extrem aufgewertet. Dann kann ich ja dein Schild nochmal übersetzen, dann wird's richtig gut. Mhm. Jetzt habe ich 2 Prototypen. Aber wir müssen unbedingt beide große Prototypen zeigen. Geht ja sonst nicht. Mal richtig große, meinst du? Ja, die ganz großen. Boah. Auch noch. Ja, 3 Forschungspunkte, dann bin ich soweit.
baue jetzt geschwind ein Prohirn. Dann schießt richtig durch. Dann gehe ich noch auf was anderes und dann kann er mal einen großen von mir. Aber die Krake ist halt leider nicht hier möglich, weil kein Wasser. Wäre ein genialer Prototyp, du hast auch super geile Wasserprototypen. Das müsste ein U-Boot sein, ne? Ja, so eine Art U-Boot. Also so ein Flugzeugträger, der auch unter Wasser gehen kann. Ganz genau. Ach, Prototyp. Ja, ich baue den großen. Okay, scheint ein bisschen weiter gekommen zu sein als ich. Das Gefühl. Hast du schon eine Einheit? Ja, ich habe hier so einen kleinen. Was ist das hier? Hier war ganz cool. Ich habe einen Rockhead. Ganz. Nee, nicht so viele Einheiten. Mach mal die Hälfte bitte. Was zur Hölle, Alter? Komm mal nicht durch die Mitte gewandert, übertreib. Ich sehe das ganz genau, was du da machst. Das sind graue Punkte, warum auch immer. Weil dein Commander ein eigenes Radar hat. Radarstation ist noch was Tolles, weil ich sehe jetzt zum Beispiel die ganzen falschen Waffen machen. Ich mag das nicht. Das ist ja. Wo kann ich denn überhaupt so eine Sonar-Einrichtung da reinklatschen? Im Buzzer? Das fällt, ne? Ich würde sagen, das fällt hier dann wohl irgendwie erstmal weg. Ja, ist klar. Radar könntest du aber bauen. Wäre eine Maßnahme, ne? Oh, ich werde schon angegriffen. Leider daneben. Papier? Wie, ja. Was? Wow. Ah, ja. Wow, hat ihn. Wow. Ja, das ist wow. So. Da hätte ich jetzt Angst kriegen. Übrigens, der Große ist fertig. Ganz los, ne? Ja, der ganz cool. Gerade auf was anderes. Braucht noch einen Punkt. Gleich fertig ist. Jetzt. Kannst du mir ja kurz mal in die Base schauen. Wird gerade. Ah ja. Noch nicht. Moment. Bei den Generatoren. Wo mein Commander gerade hinläuft. Ja. Schau mal dahin, was da jetzt aufgebaut wird. Und jetzt drück mal drauf. Drück drauf. Und was steht da? Danke. Was für ein Ding? Atomabwehr und Abschusssilo. Also das klingt sehr seriös, das Ganze. Mhm. Auf jeden Fall. Also wenn du sehen willst, was ein großer ist, dann siehst du rechts neben dir die große runde Platte. Auf der Karte. Komm mal dahin. Mit einer Einheit. Mehr würde ich dann nicht opfern. Was? Wo soll ich hin? Denn von dir aus gesehen rechts oben die runde Platte, der runde Kreis da oben. Ja. Schick mal da eine Einheit. Der große oder was? Nee, schick da einfach eine Einheit, eine kleine Einheit reicht schon. Nee, ich meine zu dem großen Kreis da oder was? Genau. Okay. Oha, der hat aber ein Sichtfeld, das ist ja der Hammer. Der kann bestimmt 5 Meter gucken. Ich hoffe, du schickst mir nicht deinen Commander. Nein, nicht den Commander schicken. Okay, und wieder zurück. Jetzt ist das gleiche Spiel vorbei. Oh. Wenn der stirbt, haben wir gewonnen. Ja, nein, das habe ich verstanden. Das war ein bisschen doof, den wir so schicken würden. Schon krass animiert dieses. Naja, was auch immer das ist. Okay. Was ist das? Und wie zur Hölle kommt... Achso, okay, alles über Forschung, ja? Ja, alles über Forschung. Ja. Ah, scheiße, ich muss wieder noch Noah Launcher fallen. Ja, dann schicken wir mal diesen Transporter vorbei. Wenn ich jetzt mehrere Forschungsstationen baue, ist das denn schneller in der Forschung? Ja. Sagen, baut mal eine zweite, was? Ja. Soll ich einen Rex kurz vorbeischicken? Rex? Nee, da ja. Hat er noch zu viel Einheit.
überhaupt eine Einheit, die ihn annähernd aushält? Nein. Ich glaube, mit dem Fatboy würde ich schon die ganze Basis platt machen. Wow, ohne Probleme. Ja. Dritter ist fertig. Ja, ich hab hier... so Litten. Egalitten, so. User was moved out of your channel. So, drei Partytiere kommen gleich. Welche Schicksal zu ihm? Drei Fliegte. Also eine Transporter oder was? Ja, sowas fange ich jetzt erstmal mit an. Wir will ihn ja nicht sofort zerstören. Ich denke mal, jetzt kommt erstmal Riesentransporter. Danach kommt der große Zerstörer von der Luft. Ja, so. Ja, aber alle ohne Angriff. Was? Damit er das sieht. Ja, richtig voll anschotschten. Wie schon was ich an Truppen jetzt anfangen zu bauen. Ein Rex nehme ich mal kurz mit. Lass mal durchlaufen. Nach dem Motto, hallo, hier bin ich. Weiß nicht, ob sie es schon wussten. Bellbox, sagt er ja gar nichts mehr. Was? Sagt er gar nichts mehr. Ja, nee, ich höre sehr gespannt zu. Ich bin hoch und sehr vorsichtig, was jetzt genau konzentriert auf jeden Fall. Und gespannt, was jetzt gerade okay. War. Ich sag dir sogar jetzt, wo ich dich angreifen werde, okay? Tolle Wurst. Okay, wo gehe ich denn zuerst so kaputt? Auf dem Plateau, wo du deine Flugzeuge hast. Die vier. Bei den zwei Massepunkten. Ja. Wenn du dich angreifen schickst, weil du stirbst dann. Fort. Okay. Umdrehen. Oh, 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 oh. Hier würde ich meine Truppen jetzt massiv positionieren. Alles, was da an Infanterie etc. hast, würde ich dahin schicken. Lufteinheiten und Co. Weil da kommt jetzt eine Landeinheit. Eine größere, die ich jetzt mal ruinieren möchte. Kann okay. Keine Lufteinheiten angreifen, deswegen taktisch genug, wenn du da massiv Lufteinheiten einpackst. Müsst ihr nur welche für haben, ne? Das wäre natürlich dann die sinnvollste Sache. So, der Noah Launcher ist fertig und beladen. Ja, Atomraketen, Silo, erste ist bereit, zweite und dritte wird gespielt. Ihr habt komische Sachen, die hab ich alle noch nicht. Jetzt haben wir jetzt auch alle Panzer. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bauen soll. Aber ich hab Bock getrunken. Oh komm schon, lass mich eine rüberschicken, mitten in die Base. Eine. Ja, der Tobi ist tot. Nee, der ist nicht tot, der ist angepisst. Das ist wieder was vollkommen anderes. Sieht er eine Atombombe? Aber die hat Bums. Ja gut, dann schicke ich mir kurz noch die Prototyp-Schiffe noch schnell vorbei. Die Tür schon geil aus. Das hat was. Ist auch echt nicht schlecht. Von der Geschichte her, ob wir das Ding bekommen haben. Oh mein Gott, was ist das denn? Wie der kann mit Feuer... Das ist zur Hölle. Okay. Ich sehe schon, der kriegt voll Schaden gerade. Ja. Läuft. Scheiße. Ja, okay, ich dominiere hier voll, man sieht das, ne? Ja, massiv. Ganz klare Sache. Also ihr habt tierisch Angst gegen dich.
Diese Ironie hat man schon ausgehört? Nein. Nein? Eindeutig nein. Ich habe das Gefühl, dass du das Ding gleich einfach reparieren wirst. Vertrauen ist eigentlich so scheiß drauf. Weil jetzt schicke ich dir mal nur einen Truppentransporter. Ja. An die gleiche Stelle. Und den Anspruch von dann zerstören. Ah, jetzt geht hier auch schon die epische Musik los, alles klar. Ist jetzt nur ein Truppentransporter, den lasse ich dich jetzt mal zerstören. Alles dann gar kein Problem. Zeige ich dir den Noah Launcher. Warte. An der Stelle. Was ist das denn für Ding jetzt hier? Ist das für Mutter? Was ist das für ein Mutterschiff hier? Was macht das? Kackt das Einheiten aus oder was? Ja, Truppentransporter halt, ne? Ja, aber der macht doch Sachen kaputt. Ja. Und jetzt fällt er auch noch in mein Gebäude. Ja, ich hab's geahnt. Nee, ist klar. Dran. Guck mal auf deine Karte. Doch, dann wo ist denn hier eine Karte? Hallo. Wo ist denn die Karte? Einfach rechts oben, Minimap. Okay, also oben. Ihr könnt gerade. Ach du Scheiße. Ach, total raus. Scheiße. Platziert dann mal was hier. Ja, nee, ist klar. Was fliegt denn da bitte? Was ist das? Du pflanzt da mitten in meinem... Willst du mich veralbern? Wirfst die Dinger komplett über die Map. Ja. Dann ist klar. Ist klar. Ich reiß die mal fast alle Gebäude platt und schicke ich mal was rein. Na komm. Jetzt zu lang. Dauert nicht zu lang. Das kriege ich noch hin, das reiß ich noch raus. Gar nichts los hier. Moment, dass ihr jetzt voll überlegen seid. Nee. Wird jetzt da wegrennen. Renn ihm in die Base. Nö, kannst du nicht den zerstören, die Panzer. Sind ein halber Minute. Schön altmodischer Atomarer erst produziert. Was zur Hölle? Okay. Komm, wir machen fertig, oder? Warte, meine Prototypen sind noch nicht so schnell. Na gut. Annett mit Atombomben, das ist dann langweilig. Nee, hinterer Zirkel mit Atom, vorderer hier mit Prototypen. Das Spiel hat 33 Minuten gedauert. Oh, hallo, ich hab das doch gerade neu gebaut. Das ist ja jetzt ein bisschen doof, ne? Okay. Klar, das sind ja noch kleine Gegner, das geht ja noch klar. Kleine Gegner? Ja, was du da anschleppst, das ist ja gar nicht so wild. Das sind Megalithen, die sind heftig. Also die Gruppe von Megalithen macht seine dicken Platten. Weil bevor es die schließen können, schießen sie schon die Megalithen drauf. Das ist eine der gemeinsten Einheiten vom Ballausweichen bisher. Dreht der Kopf von denen sich immer nur in eine Richtung. Das ist ein bisschen seltsam. Bau das Ding fertig da. Kann nicht lange dauern. Okay. Jetzt wird das ein bisschen eng, habe ich das Gefühl. Ich möchte auch behaupten, dass die Position, die ich mit diesem komischen Ding da eingenommen habe, oder mir genommen habe, nicht unbedingt die beste ist, ja. Das habe ich das Gefühl. So, jetzt bau so Teil los. Schnell. Okay. Mal Zaubertrick. Scheint nicht mehr so viel. Oh mein Gott. Puff. So, wer will sich hier mit mir anlegen? Guck mal, euer Blatt. Oh. Bist du blatt? Ja. Okay. Sie haben gewonnen. Sie haben gegen Bigger Ben und Tobias Andres gewonnen. So, wenn das mal kein Erfolg war. Verneigt euch vor mir. Vielen Dank dafür, dass ihr euch mal wieder mir unterworfen habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.